Hey Leute, was geht? Wie ihr sehen könnt, bin ich im heutigen Video mal wieder nicht alleine. Ich habe mir heute mal zwei Mädels geschnappt. Das ist einmal die Melissa. Ja, hallo. Hallo. Und das ist die Sophia. Hallo. Servus. Und wir haben uns gedacht, wir drehen heute eine kleine Umfrage. Und zwar haben wir heute die Jungs in Stuttgart gefragt, was sie machen würden, wenn sie eine Stunde mit den Girls alleine hätten und sie alles machen könnten, was sie wollen. Seid gespannt, was für Antworten gekommen sind. Es ist auf jeden Fall lustig geworden. Und bevor wir mit dem Video loslegen, ihr wisst Bescheid, Leute, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr mehr Videos mit den Girls wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und kommentiert in die Kommentare unten rein. Hashtag, keine Ahnung, was machen wir als Hashtag? Wir wollen. Wie heißt ihr eigentlich auf Insta? Melissa Corsan 55, also Melissa mit einem S und Corsan mit Z, also du weißt schon, dass es gerade hier geschrieben steht. Du musst nur den Namen sagen. Oh. Sophia, wie heißt du auf Instagram? Sophia Sexy Mimimi. Was für ein sexy Name. Und ich würde sagen, Leute, viel Spaß mit dem Video und los. Geht's. So, Leute, hier haben wir jetzt die allerersten Jungs am Start. Ihr seht ja die Mädels hier. Ja. Gefallen die euch? Ja, Mann. Ja. Meine Frage ist jetzt, was würdet ihr mit den Mädels machen, wenn ihr jetzt eine Stunde mit denen Zeit hättet? Was würdet ihr mit denen machen? Keine Ahnung, einfach chillen. Aber ich habe eine Freundin. Ja. Und ich darf nicht so viel mit den Mädels machen. Okay, was würdest du machen? Habe ich doch eine Freundin, aber... Sagen wir mal, ihr habt keine Freundin, ihr seid mit den Girls unterwegs, keine Ahnung. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Also, wenn nicht keine Freundin haben, Digga, einfach chillen. Na. Nur chillen? Ja, und das heißt... Das heißt ja. Ja, Mann. Du meinst chillen mit diesen Zwinkern und so? Ja. Ja, ja. Okay, und dann schön noch Hotelzimmer nehmen oder so, oder? Ja, Mann. Okay, ich verstehe schon, was du mit chillen meinst. Ja, okay, fresh, Jungs. Ich danke euch. Kein Ding, cool. So, Leute, hier haben wir jetzt den nächsten Kandidaten. Meine Frage an dich ist, findest du die Mädels hübsch? Gefallen sie dir? Ich habe eine Freundin. Okay, heute hast du keine mehr. Angenommen jetzt, okay? Ja. Du hast keine. Wären dann die Mädels was für dich? Nee, nicht so. Wegen? Boah, weiß nicht, vielleicht für ein bisschen viel Schminke, aber sonst... Ja. Okay, ist ja immer so eine Ansichtssache, eine Geschmackssache. Und eigentlich die Hauptfrage ist, ja, was würdest du mit denen machen, wenn du eine Stunde Zeit hättest und du kannst machen, was du möchtest? Zum DM gehen und Abschminktücher kaufen. Oh! Alter. Okay, Leute, ich würde sagen, Break, Alter, das ist... Der hat alles gefickt, alles gefickt. Erstmal, wie heißt ihr? Marto. Du? Emre. Emre, okay. So, die Frage heute ist, gefallen euch die Mädels optisch? Also, findet ihr die attraktiv? Wären die was für euch? Das ist schon viel Schminke. Zu viel Schminke, sagst du? Und du? Für mich nicht attraktiv. Nicht? Nein. Okay. Really, nigga? Weil die Frage heute wäre nämlich gewesen, was würdet ihr machen, wenn ihr jetzt eine Stunde mit den Mädels hättet? Ihr könnt machen, was ihr wollt, quasi Kaffee trinken gehen oder keine Ahnung. So, das wäre jetzt die Frage. Ich würde raten, nicht so viel Schminke. Bisschen auf Natur setzen. Natur setzen? Also würdest du den Jacke zumachen, okay. Ausschnitt nicht so viel zeigen. Okay, wenn du das denen gesagt hast, was machst du mit den restlichen 50 Minuten? Oder ich fahr's ab. Du gehst einfach. Ja, Mann. Was willst du machen? Ich würde es nicht anders machen, Digga. Einfach genau gleich. Ja. Okay. Ja, gut, Jungs, das war's schon. Ja, danke schön. Also, ciao, ciao. Wie ist dein Name? Marc. Guck mal, du siehst ja die Girls hier neben mir. Ja. Was würdest du machen mit denen, wenn du jetzt eine Stunde Zeit hast und du kannst mit denen machen, was du möchtest? Was würdest du mit denen unternehmen? Oder was würdest du machen? Weiß nicht, ich habe eine Freundin. Okay, angenommen, du hast keine Freundin jetzt. Und du hast jetzt eine Stunde mit denen. Ja, ich würde mit denen schick essen gehen. Was heißt schick essen? McDonald's, Burger King oder? Nein. Ja. Schon edles Restaurant. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Person wieder, Leute. So, Leute, hier haben wir jetzt den nächsten Kandidaten und ihr kennt ihn vielleicht. Er war ja schon mal bei mir im Video dabei. Leider musste dieses Video gesperrt werden, aber heute neue Chance, dich vor der Kamera zu präsentieren. Mhm. Du siehst ja die zwei Girls hier, ne? Ja, ich sehe sie. Was sagst du, wie sie für dich aussehen? Also optisch, gefallen sie dir? Optisch? Optisch. Anziehen. Wären sie was für dich so? Ich weiß, du hast eine Freundin, jetzt vergessen wir mal deine Freundin. Okay, du siehst jetzt nicht zu, Schatz. ja, schon, warum nicht? Was würdest du machen, wenn du jetzt eine Stunde mit den Girls Zeit hättest, du bist Single und du kannst machen, was du willst? Die Girls sind mit allem einverstanden. Echt jetzt? Alles. Boah. Heute ist dein Glückstag. Würdet ihr mitmachen, alles? Alles. Oder Mädels, alles.
jetzt mal angenommen. Die Frage ist ja angenommen, jetzt mal angenommen, die Jungs hätten eine Stunde mit euch, jetzt angenommen. Ja, ihr würdet es natürlich, Single, nicht genau, er ist Single angenommen. Ja. Und nur jetzt für die Frage, ich weiß, ja, ihr würdet es nochmal nicht tun. Genau, perfekt. Ja. Boah, so muss ich es jetzt hier erwähnen in der Kamera, oder was? Du musst einfach nur sagen, ich würde so vieles tun, aber ich will nicht eigentlich jetzt sagen, ihr, also. Sag ruhig. Wir haben heute schon alle Antworten durch, sag ich dir ehrlich. Wir haben echt alles schon gehört. Auf ein schönes Tesla-Café einladen, ein bisschen schwätzen. Dann würde ich sagen, lass doch irgendwo ruhiges hingehen. Ja. Und dann irgendwo wahrscheinlich, ja, wo es nicht so viel Geräusche, nicht so viel. Ihr wisst schon, was ich meine, Männer und Frauen oder Männer, die jetzt zuschauen jetzt, worauf ich hinaus will. Also ich glaube, das weiß jeder Mann. Also ich weiß es nicht, mir musst du es jetzt erklären. Stell dich doch nicht so da. Ich weiß es nicht, ich komme nicht drauf, sag's mir. Spaß haben, okay. Würdest du beide nehmen oder nur eine? Umso mehr, desto besser, oder? Okay, stimme ich auf jeden Fall zu. Ja. Genau, das war's auch schon. Oder willst du noch irgendwas sagen? Ja, abonniert mich. Wie heißt du auf YouTube? NSL Roman. Hat mich gefreut. Auch einige. Ciao, wir sehen uns dann später, gell? So, Leute, hier ist jetzt der nächste Kandidat. Und meine Frage an dich ist, guck mal, du hast jetzt eine Stunde Zeit. Ja. Die Girls haben auch eine Stunde Zeit. Und du kannst machen, was du möchtest. Was willst du mit ihm machen? Ja, Junge. Hast du schon gedacht, dass die Frage kommt? Ja, ich kenne schon die Frage. Bruder, was soll ich machen? Ich würde mit Melosch einfach chillen. Ah, ihr kennt euch? Ja, ja. Okay. Einfach nur chillen? Ja, mal chillen, so abhängen. Okay. Und so. Kennst du die Mädels auch? Ja, ich kenne die auch. Also du bist auch nur chillen mit denen? Ja, mehr nicht. Okay, wenn ihr euch jetzt nicht kennen würdet, was würdest du dann machen eventuell? Erstes Date so? Ja, Mann, Alter, keine Ahnung. Guck mal, wenn eine Frage jetzt rüberkommt, dann auf einmal. Was würdest du machen, Melosch? Was würdest du mit ihm machen? Oder du? Chillen. Einfach nur chillen? Jetzt nicht so einen direkten, schlechten Eindruck machen. Okay. Also wenn ihr euch nicht kennen würdet, einfach nur chillen. Ja. Essen gehen. Ja. Shisha rauchen. Burger King und so, ja. Burger King. Also Burger King. Bist du einverstanden? Was würdest du machen, Bruder? Jetzt komm mal, gib mal hier Mikrofon. Hä, Benji, was würdest du jetzt machen? Bruder, ich bin ehrlich, ich würde Video drehen. Bruder, normal, ich würde Video drehen. Ja, Mann, Alter. Und danach würde ich Shisha rauchen. Und danach würde ich ins Hotel gehen. Und danach würde ich Tickets nach Dubai buchen. Ja, Mann. Ja, Mann, jetzt fängt es an. Und dann Session. Nein, Spaß. So, Leute, das war's jetzt auch schon wieder mit diesem Video. Girls, wie habt ihr euch gefühlt? Gut, es waren ja Meinungen von den Menschen und ich akzeptiere jede Meinung. Siehst du genauso, ne? Ja. Und wie gesagt, nicht vergessen, checkt auch die Girls ab. Erster Link in der Beschreibung. Danke an meinen Kameramann Gabriel. Auch er ist unten verlinkt. Zweiter Link in der Beschreibung. Und ich würde sagen, haut rein, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim neuen Video wieder. Macht's gut.